Der Chiphersteller Intel hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust geschrieben. Der Konzern hat deshalb einen harten Sparkurs angekündigt. Etwa 15.000 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Was bedeuten die Sparpläne nun für die geplante Chipfabrik in Magdeburg, die Intel bauen will? Dazu Antje Erhardt von der Frankfurter Börse. Genau das ist nicht mehr ganz klar, denn einerseits hat Intel bekräftigt, ja, wir bauen unsere geplanten Kapazitäten in den USA und in Europa aus. Andererseits hat sich das Unternehmen zum Werk in Magdeburg zuletzt nicht klar bekannt. Hier sollte eine der modernsten Chipfabriken entstehen mit 3000 Arbeitsplätzen. Vor 2 Jahren war deren Bau angekündigt worden und die Bundesregierung hatte dafür 10 Milliarden Euro an Subventionen zugesagt. Immerhin ein Drittel der Gesamtkosten. Das war schon damals umstritten, denn die Frage nach dem Nutzen für Deutschland und die deutsche Industrie wurde schon damals gestellt. Und seitdem ist nun auch noch wenig passiert. Während Werke in den USA bereits im Bau sind, hat Intel in Magdeburg bis dato lediglich das Grundstück gekauft und Baugenehmigungen beantragt. Eigentlich wäre der Beginn der Buddelei im vergangenen Jahr gewesen. Experten zweifeln, dass es überhaupt noch dazu kommt, denn Intel hat sich jetzt ein 10 Milliarden Dollar Sparprogramm verordnet, um aus der Krise rauszufinden. Die Nachfrage nach Intel-Chips ist gering, heute sind leistungsstarke KI-Chips gefragt und genau diesen Trend hat Intel verpasst. Die Aktie wird heute schwer abgestraft. Sie verliert in New York mehr als ein Viertel an Wert an nur einem Tag. Aber auch hierzulande sind die Aktienkurse in die Knie gegangen. Der DAX steht so tief wie seit März nicht mehr zum Wochenschluss. Minus 458 Punkte bei 17.626. Neben schwachen Technologieaktien weltweit bringen Rezessionssorgen in den USA lange Gesichter mit sich. Auslöser für diese Sorgen sind die neuen Arbeitsmarktdaten. In den USA wurden zuletzt nicht so viele Jobs geschaffen wie erwartet und die Arbeitslosigkeit erreichte den höchsten Stand seit fast 3 Jahren. Eine Rezession sehen viele Ökonomen aber derzeit noch nicht. Immerhin, die Notenbank Fed könnte bald die Zinsen senken, um einer wirtschaftlichen Krise vorzubeugen.